Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raid Shadow Legends mit meiner Wenigkeit, eurem Elium. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's super. Mir geht's besser. Immer besser, immer besser. Also Aufnahme ist jetzt an dem Wochenende, wo ich ja noch krank bin. Allerdings wird das Video sehr, sehr viel später erst rauskommen, weil ich einen gewissen Plan habe und gewisse Videos schon hochgeladen habe, die natürlich an den diversen Tagen online gehen. Aber was machen wir heute? Shadowkin 21, wir konnten sie endlich machen. Und ich habe es direkt gemacht. Ich habe meine Champions overgeared. Nicht wirklich. Ich nutze ein paar davon nämlich im Content. Das Ding ist das, ich fand Shadowkin mit am einfachsten und ich erkläre euch gleich wieso. Aber Shadowkin war wirklich die einfachste Fraktion, die es im Spiel gibt. Finde ich persönlich. Und es hing einfach damit zusammen, dass wir, seitdem es Schattenwesen Champions gibt, haben wir einfach super viel Zeit gehabt zum Sammeln. Die Epics sind sehr stark. Und aufgrund dessen haben wir natürlich sehr, sehr viele Champions mit da. Sorry, ich war gerade am Überlegen, was ich sagen wollte. Und wir haben halt schon super viele Champions gesammelt, zum Teil gelevelt, weil sie uns hier und dort helfen, weil wir sie im Klarmus nutzen etc. Und damit war es eigentlich ein Easy Rush. Bei mir, manche benutze ich im Doom Tower, deswegen haben sie Doom Tower Gear an. Was bedeutet, die Stats sind weit über dem, was man für Faction Wars braucht. Und ja, easy peasy, es war ein Spaziergang. Und ich würde sagen, wir gucken einfach rein, wie mein Run war. Warum ich diese Champions genutzt habe und da zeige ich euch noch ein paar Alternativen. Ich habe zwar ein Video diesbezüglich schon rausgebracht, schaut, dass ich es oben mit verlinke, aber wir können da nochmal genau drüber gehen, weil ich da mehr ins Detail gehe, vor allem auch bei den Legis und bei den Rares. Ja, bis gleich. Ja, und wie man sehen kann, so sieht es alles bei mir aus. Ja, Ninja, wer zu dem Zeitpunkt gespielt hat, hat ihn natürlich bekommen, deswegen in meinen Augen must have, was man reinklatschen muss. Die einzige Epic bei mir ist tatsächlich Toragi, hängt aber damit zusammen, dass ich einfach den Nutzen in den anderen Legis mehr gesehen habe als in anderen Epics. Ich werde natürlich noch an dem Gear oder beziehungsweise an dem Bild perfektionieren, damit ich noch schneller bin. Aber ihr seht hier, das war auch der zweite Run. Den ersten Run habe ich auf manuell gemacht, um zu gucken, komme ich überhaupt durch, wie hart hittet der Boss. Und ich habe 6 Minuten gebraucht auf manuell, weil ich auch die Wellen komplett auf manuell gespielt habe. Danach habe ich es direkt Auto laufen lassen, das war dann 2 Minuten 36 und dann habe ich es nochmal laufen lassen, wo ich den Screenshot gemacht habe bei 3 Minuten 26. Es läuft auf 21 Full Auto ohne jegliches Bedenken, auch ihr seht es, komplett 3 Sterne. Hängt aber damit zusammen, dass Gamoran eine unglaublich crazy Passiv hat. Ja, dann habe ich Yoshi genommen, die meisten von euch haben die Fusion gemacht, also kann ich nur empfehlen, ihr habt ein Burn, ihr habt für die Wellen ein bisschen Kontrolle, ihr habt einen Attack-Buff für euer Team und ihr habt genauso Genauigkeitsverringerer für den Boss, was natürlich auch nice ist. Lady Kimi habe ich bekommen, weil ich bei 150 Splitter-Event mitgemacht habe und sie mir dadurch geholt habe. Deswegen, falls ihr da mitgemacht habt, habt ihr sie natürlich auch oder Luck hattet, sie bis jetzt zu ziehen. Ja, das Ding ist einfach das, ich habe Gamoran auch über das nächste Event, wo man 150 Splitter aufmachen musste, um ihn zu garantiert zu bekommen. Hängt einfach damit zusammen, wer jetzt am Wochenende auch oder letztes Wochenende beim Zweifach-Event mit am Start war, hat gesehen, wie viele Legis ich gepullt habe, wie viele Dupes vor allem dabei waren. Und deswegen jage ich, ob die gut oder schlecht sind, mittlerweile Champions, die ich nicht mehr habe. Somit habe ich mir auch Gamoran geholt, der sich, wie sich herausgestellt hat, ein geiler Supporter ist und mega nice. Dann würde ich kurz sagen, ich gehe rein, ich zeige euch das Gear. Dauert nicht lange, weil die einfach zum Teil für Doom Tower gegeared sind. Ja? Und zeige euch noch schnell Alternativen. Dann sind wir schon fertig. Bis gleich. Und mein erster Champion, den ich euch zeige, ist Yoshi. Yoshi habe ich auf 60 gezogen. Yoshi hat bei mir keine Bücher drin. Yoshi hat die Masteries komplett. Und ich bin da auf den Zweig gegangen, offensiv Unterstützung. Ich will, dass seine Buffs und Debuffs hier und da länger anhalten. Ich möchte, dass er gegebenenfalls Glück hat und seine Cooldowns mehr bekommt, wieder zu seinen ganzen Skills cyclen kann. Dass er sich selber boostet, wenn seine Buffs runtergehen oder eben seine Debuffs. Also ich habe meinen Yoshi voll darauf ausgerichtet, eben auch hier mit Warmaster, dass er mir im Doom Tower und eben in Faction Wars richtig gute Unterstützung gibt, richtig guten Support gibt. Das war mein Ziel dahinter, deswegen hat er genau diese Masteries. Solltet ihr ihn in der Arena nutzen, braucht ihr eventuell andere. Und beim Gear, ich habe ein Ewig-Set, ich habe ein, wie heißt das Set hier, Mann? Wahrnehmung. Und ich habe ein Speed-Set genommen, einfach weil ich die Sets matchen konnte und um die meisten Stats rauszubekommen. Aber ihr seht auch hier, wir haben 58.000 Leben, 2,7 Attack, 3.000 Defense, über 200 Speed.
100% Crit habe ich sogar rausgeholt und wir haben gut Widerstand und viel zu viel Genauigkeit für allein Faction Wars, aber wie gesagt, ich nutze ihn auch hier und da immer wieder mal im Doom Tower, also ja, passt so von den Stats. War vorher krasser, weil ich ein Bommelteam mit ihm versucht habe, also er hatte viel, viel extremere Stats, habe aber dann das Gear in mein tatsächliches Bommelteam reingehauen, weil es mit ihm nicht geklappt hatte, aber ja. Ihr seht hier, er ist übelst krass gegiert. Dann gucken wir weiter und hier kommt jetzt Ninja. Mein Ninja hat hat mittlerweile die Bücher drinnen, alle. Mein Ninja hat die Masteries drinnen. Ich bin auch auf typische Ninja Dungeon Masteries, Ninja Room Tower Masteries gegangen, weil mein Ninja einfach Damage machen soll und habe ihm ein Grausam und ein Unerschütterlich Set gegeben. Unnachgiebig, sorry. Ich habe ihm sogar eine Refresh Amulett gegeben, einfach, dass wir noch krasser und schneller zu unseren Cooldown cyclen. Das Gear ist noch nicht perfekt, aber es hat mich zu diesen Stats hier gebracht. Ja, er ist super langsam, aber ich arbeite immer in den Ninja-Teams mit Boostern, Leuten, die Speed-Buff geben und solche Späße. Ja, die Stats sind nicht ultra krass, aber für Faction Wars auf jeden Fall zu viel und zu stark. Wenn er den Feuerhagel macht, zockt er da mit dem Boss ein Viertel des Lebens mit einem Feuerhagel. Es gibt Leute, deren Ninja ist noch stärker, da geht viel, viel mehr. Aber ihr seht hier, ja, das Gear ist einfach zu viel für das. Meine Lady Kimmy habe ich auch für den Doom Tower gebaut. Sie ist in fast jedem Doom Tower Team bei mir drin. Bücher komplett drinnen, auch hier Masteries, um voll zu supporten. Genauso aber über Kriegsmeister noch Damage zu machen. Aber auch hier wieder wie bei Yoshi. Ich will meine Cooldowns schneller haben, ich will, dass meine Buffs und Debuffs länger halten, ich will, dass ich dadurch mehr Turnmeter bekomme, mehr geboostet werde und noch öfter durchcycle. Ja, und auch hier das Gear völligst over the top, also wir sind bei fast 300 Speed mit 52.000 Leben, 4.000 Defense, 350 oder 45 Genauigkeit und eben 200 Widerstand, da geht auch noch mehr. Aber für Faction Wars viel zu viel, weil ich diesen Champion seit Monaten einfach im Doom Tower nutze. Und dann kam Faction Wars jetzt noch dazu. Der Content ist genauso schwer wie alle anderen Faction Wars. Also deswegen sind die Champions so krass gegiert. Der nächste Champion ist tatsächlich Toragi. Wo ist mein Toragi? Toragi habe ich neu gegiert. Den habe ich vorher nirgendwo genutzt. Ich habe ihm ein Schildset gegeben, weil es ein HP-Champion ist und ein Ewig-Set. Toragi ist eine Epic, also für mich, weil ich schon so lange im Endgame bin, ein Champion einfach zu booken, weil ich die Epic-Bücher habe. Ich bin gerade noch am Mastery sammeln, ich gehe bei ihm voll auf Defense und Unterstützung. Ich will, dass er mehr Schilde gibt, dass er mehr heilt, dass er einfach mein Team am Leben hält. Mehr will ich von ihm gar nicht und deswegen habe ich die Masteries genommen. Und auch hier, es ist nicht mal mein bestes Gear, aber ich bin viel zu weit drüber gegangen. Ich kann ihn jetzt definitiv noch woanders nutzen. Ihr seht hier, 85.000 Leben, fast über 3.000 Defense, 200 Speed, gut Genauigkeit, gut Widerstand. Ja, aufgrund dessen, weil Shadowkin schon so lange da sind und ich schon so lange auch jetzt im Endgame drin sitze, habe ich natürlich das Gear, um zu sagen, hey, das ist nicht mein Bestes, ich gebe es ihm und dann komme ich trotzdem auf diese Stats. Es geht viel, viel schlechter, aber ich wollte euch natürlich zeigen, wie es ich gemacht habe, ne? Und dann natürlich sagen, okay, nehmt eure Champions, die ihr braucht, nehmt eure Alternativen. Und dann gucken wir mal, wo ist mein Gamoran? Sind wir schon an dem vorbei? Oh ja, hier. Und auch hier bei meinem Gamoran. Ich wollte, dass er weiter voll supportet mit Toragi zusammen und der Rest voll für Damage und Bosskloppen da ist. Und deswegen habe ich ihm tatsächlich ein Wächter-Set gegeben. Auch hier die Stats. Ihr seht, zu viel Leggy, zu viel 6 Sterne. Aber ja. Er hat einfach viel zu viel Genauigkeit, Widerstand, sehr viel Speed, gute Stats. Also ich bin da wirklich jetzt in Anführungsstrichen all in gegangen. Ich habe die Ressourcen gehabt, er hat keine Bücher, braucht er auch nicht. Aber was ich sagen wollte mit der Passiv. Also selbst wenn euch einer beim Boss umkippt und diese Passiv ist ready und ihr killt einen Gegner, besteht, dass ein zufälliger Verbündeter wiederbelebt wird, wann immer ein Gegner getötet wird. Das muss nicht Gamoran machen, sondern egal was. Das heißt, euch kippt jemand um, Gamoran ist mit da, der Boss wird gekillt, euer Champion wird revived und ihr habt trotzdem eure 3 Sterne. Einfach nur geil. Hier habe ich auch Masteries, bin ich gerade am Sammeln. Ich will natürlich, dass er noch ein bisschen mehr Damage macht. Deswegen auch Kriegsmeister, ansonsten defensiver Baum. Und das war's. Ich brauche auch nicht mehr viel, dann sind seine voll. Ja, wir hatten einfach zu viel Zeit, um uns vorzubereiten, finde ich.
Und deswegen ist es so easy in meinen Augen. Wenn ihr natürlich jetzt hat, eure Lydia schon vorher hattet, dann wird auch da Schattenwesen für euch todeseinfach sein. Wenn ihr jetzt aber noch gerade im Midgame seid oder im Progress und einfach noch nicht so weit seid, dass ihr überhaupt eure Faction Wars fertig habt, dann wird das natürlich ein Ding, ein kleiner Kampf. Aber auch da gibt's bombastische Alternativen. Ich zeig die euch ganz kurz und dann war's das schon wieder. Jo, und bei den Shadowkin, in letzter Zeit gab es für Shadowkin ultra viele Zehnfach. Sehr viele habe ich gesehen, haben Rio. Sehr viele haben Jintoro im Zehnfach bekommen. Genshin gab es ja auch für 120 Splitter. Ich hatte leider damals gar keine Splitter, sonst hätte ich ihn mir auch noch geholt. Denn den will ich unbedingt haben, weil wir AOE Defense Down haben. Und Kaioku war ja, glaube ich, in den letzten 3 Monaten, seit sie rausgekommen ist, nur in allen Events dabei. Super viele Leute haben Kaioku, würde ich auch nutzen. Noble jetzt nicht unbedingt, aber ja. Wenn ihr Leggies habt, nutzt ihr die eh. Aber was sind noch für krasse Epics dabei? Otazu, keine Frage. Ihr habt Entziehen, ihr habt Angriffsverringerer und ihr habt eben Dauerheilung, Defense-Steigerer für euer komplettes Team auf 3 Runden Cooldown. Einfach nur geil, nice Passiv. Und wir haben eine Defense-Aura. Das Ding ist, der Boss ignoriert Defense. Also bringt euch die Aura nicht viel. Da wäre eine LP-Aura oder wie ich sie nutze. Ich glaube, ich nutze Ragi seine Aura mit dem Widerstand. Weil sonst hat keiner bei meinen. Oder benutze ich Yoshi mit Speed? Ja, genau, ich habe Yoshi seine Aura wegen dem Speed, also ja. Was ist natürlich noch geil? Chani ist eher so, ich habe jetzt zwar ein paar Leute gesehen, nutzen sie, weil wir hier einfach für sich selbst natürlich ein paar Buffs haben. Wir haben LP-Burn, wir haben Giftempfindlichkeit, wir haben einen AOE und ja, dieses Ding, sie ist halt sehr egoistisch, sage ich immer, aber ja, geht auch. Und mit Togi, glaube ich, ist auch crazy. Ich glaube, das könnte ein guter oder eine gute Single-Target-Damage-Dealerin sein, also den Boss runterklopfen. Bufft sich natürlich auch hier immer nur selber, aber ja, hat ein cooles Kit, finde ich. Wird auf jeden Fall nützlich sein. Zashi genauso, weil wir einfach einen AOE-Genauigkeitsverringerer haben auf der A1. Wir haben dann hier noch Code-Verringerer. Und entziehen. Wir haben noch on top allen Verbündeten Attack-Up, also falls ihr jetzt kein Yoshi mit drinnen habt und einen Turnmeter-Boost, was bei ihr natürlich auch noch geil ist, solltet ihr einen Gegner killen, also sie, das ist nicht wie bei Gamoran, das egal wer, sondern sie muss einen Gegner killen, dann wird jemand wiederbelebt, ist natürlich auch sehr nice. Kann man nutzen. Also ihr seht hier, die Faction hat wirklich krasse Champions. Turagi in meinen Augen muss mitgenommen werden, weil ihr Verbündetenschutz und Schilde habt für den Boss und der ja, wie gesagt, Defense ignoriert. Da fresst ihr mega viel Damage. Habt ihr jetzt einen Squishy DD dabei, kann es sein, dass der geone-shottet wird. Ne? Und da natürlich Verbündetenschutz und so zusammen ist geil. Deswegen ist der nächstbeste oder eigentlich finde ich sogar der bessere Support Burangiri. Ihr habt nämlich für die Waves gute Kontrolle mit Stun und Provoke, aber ihr habt hier Stärkung und Schilde. Vor allem mit dem Verbündeten mit dem wenigsten LP. Das ist natürlich übelst geil, ja? Weil das ist die maximale LP des Ziels. Okay, wenn es kein guter LP-Champion ist, ja. Aber Stärkung ist geil. 25% weniger Damage zu bekommen, ist einfach richtig godlike. Ja, und er heilt sich selbst. Also er kann sich selbst gut am Leben halten. Das wäre auch für mich ein Kandidat, wo ich sage, den packe ich in Wächter-Set. Soak einfach, also ich saug den ganzen Damage noch zusätzlich auf, heil ihn umso mehr durchs Wächter-Set, heil ihn durch seine Passiv und habe einfach, indem ich schnell durchcycle auf 4 Runden Cooldown, immer wieder Stärkung drauf, wirklich tipptopp. Wir haben letztens im Stream Unoichi gezogen oder wie auch immer man es ausspricht, könnte auch nice sein, weil wir hier Schwächung haben, AOE entziehen. Wir haben hier allen Verbündeten, Verbündetenschutz, was sehr geil ist, und das Rundmeter von sich selbst um 50% steigern. Verbündetenschutz, wie gesagt, bei Ignore Defense, bester Skill überhaupt mit Stärkung. Deswegen kann ich sie nur empfehlen. Kann mir vorstellen, dass sie auch ordentlich Damage macht und sie verleiht sich selbst Blocke Schaden, wann ihr LP unter 50% sinkt. Das ist wirklich geil. Also mit dem Verbündetenschutz kann sie sich selbst hier auch noch on top schützen und sie hat gute Stats, also von daher kann ich mir vorstellen, dass sie richtig gut ist, was das angeht. Falls ihr nichts anderes habt, Masamoto ist auch wirklich, wirklich crazy. Double Hitter hier, wir haben aber Angriffsverringerer auf allen Gegnern, was sehr gut ist für den Boss, weil ihr einfach viel weniger Damage bekommt und zwar wirklich viel, viel weniger. Und wir haben Defense Steigerer, können für die Waves geil sein, aber auch ein Turnmeter Boost. Das ist natürlich auch geil, sehr, sehr nicer Supporter.
kann ich mir vorstellen, dass er wirklich nice ist und gut ist. Ich werde gucken, dass ich eventuell ein Epic-Team über die Zeit baue, damit die Faction mache und euch zeigt, dass es damit definitiv auch geht. Oboro auch. Die meisten benutzen sie mittlerweile in der Hydra. Und deswegen ist sie natürlich da auch top gebaut und wird dann von euch genutzt. Solltet ihr sie noch nicht nutzen, für Faction war es sehr, sehr geil. Weil wir auch hier einen AOE Defense Down haben, aber dazu braucht das Ziel, das sie angreift, der Single Target am Anfang, 4 oder mehr Debuffs. Kriegt man hin, aber wenn es halt genau zu dem Zeitpunkt nicht so ist, habt ihr nur einen Single Target Defense Down. Für den Boss natürlich nice, für die Waves nicht so. Dann greift sie hier zweimal an, gibt sich selbst Verschleierung oder so. Gibt sie sich hier. Hier hat sie nur Sonderhits. Aber hier verleiht sie sich selbst Crit-Quote, also auch ein sehr egoistischer Champion, aber dafür kann sie ordentlich Damage machen, kann euch helfen und sie verleiht sich selbst halt auch Wiederbeleben bei Tod, Verschleierung, perfekte Verschleierung, also wenn die drauf sind, ne? Übelst nice, somit kann sie auch, also man könnte quasi so rumbauen, dass man sagt, okay, sie hat immer Verschleierung, perfekte Verschleierung, sie hat am wenigsten Leben, somit Fokus der Boss sie und sie hat einfach immer wieder Leben bei Tod auf sich drauf, ne? Und somit wird sie immer wieder angegriffen, wiederbelebt, der Boss greift sie an, wiederbelebt. Wenn man das hinbekommt, den Cycle so drin zu behalten, dann wäre es natürlich nice. Klar, das Cooldown ist recht lang, vielleicht klappt es nicht. Genbo, klare Sache, bombastische Damage-Maschine, er bufft sich selber. Wir machen hier massiv Damage für die Waves und dann haben wir einen krassen Single-Target-Hit mit also wirklich extrem Damage-Output, deswegen bombastisch. Er kann hier nicht vom Angriffsverringerer-Buff, er kann keinen bekommen, so, sorry. Aber ja, Arena-Aura, okay, bringt uns jetzt nicht wirklich was. Und der Taya ist vom Doom Tower. Ja, ihr seht, die meisten Epics von denen sind wirklich geil. Ich kann nicht empfehlen, eine Rare hochzuziehen für diese Faction, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind einfach nicht so nice, aber von den Epics, die meisten haben, wie ich, fast alle schon, weil man die überall hinterhergeschmissen bekommen hat. Gibt natürlich einige, die haben jetzt auch Fenji benutzt oder haben gesagt, keine Ahnung, ich habe Juronjin, Gori, Chunoru benutzt. Die sind natürlich auch geil, aber ich habe jetzt versucht, die besten rauszusuchen. Und wenn ihr irgendwelche Leggies außer Jin Wong habt und Noble, dann werdet ihr die höchstwahrscheinlich auch nutzen. Gehe ich einfach von aus. Also ich habe von super vielen Leuten gehört, ey, First Try 21, direkt auf Auto, easy peasy, keine Probleme. Ja, und so sieht's aus. Shadowkin war todeseinfach. Und falls ihr erst halt im Progress vom Spiel seid und natürlich noch nicht so weit seid, wird euch dieser Guide bestimmt weiterhelfen. Und ihr kriegt ein paar Inspirationen, falls der ein oder andere von diesen Champions in der Höhle liegt. Und falls nicht, dann habt ihr es geschafft. Dann wünsche ich, dann GZ natürlich. Ja, und Shadowkin, also muss ich ehrlich sagen, ich war fast ein wenig enttäuscht. Das ist so das Fazit von dem Ganzen. Fast ein wenig enttäuscht, weil einfach, ja, weil es zu easy ging. Weil man gar keine Probleme hatte. Von der ersten Stage bis zur letzten gab es nie Probleme. Manche haben noch krassere Champions. Manche haben noch Jintoro, Genshin, Kaioku oder so. Damit ist es ja nackiger Run. Nee, das war's soweit. Das war mein Shadowkin Run. Jetzt haben wir alle Fraktionen tatsächlich fertig, online und gut ist. Jetzt warten wir auf die neuen, die kommen. Vielleicht kommt eine dieses Jahr, wäre natürlich cool. Wenn Plarium sich aber auch da wieder so lange Zeit lässt wie jetzt, wird es auch wieder ein No-Brainer und wir laufen da easy peasy durch. Ja, schreibt mir mal drunter, habt ihr schon geschafft? Seid ihr schon soweit oder interessiert es euch gar nicht? Weil manche haben gesagt, man muss ja nicht mal alles machen, außer man will im CWC die meisten Punkte sammeln. Aber so müsste man es gar nicht machen, weil wenn man bis Stage 19 geht, hat man auch die Meilensteinbelohnung und das war's dann. Dann müsste man theoretisch 2021 nicht machen, aber dann kommt wieder CWC ins Spiel und dann macht man sie trotzdem. Aber es ist nice, dass ich es auch schnell auf Auto farmen kann, weil somit verbrauche ich weniger Zeit im CWC. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Stream. Ich bin euer Alium. Peace.